Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Vyasilia, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in diesem Geburtshoroskop ändert sich nichts. Das bleibt so. Und das bedeutet, so war die Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Und das ist wie ein Momentaufnahme, das ist einzigartig, wie ein Fingerabdruck. Das ist dein Seelenplan. Daran ändert sich nichts. Was aber ändert, das bist du, weil du bewegst dich im Leben und machst du 7 Jahre Periode, deine Lebensschritte. Und alle 7 Jahre bewegst du dich auf anderen Boden. Andere Themen sind wichtig, andere Lernaufgabe hast, etwas anderes wird gespiegelt, andere Kontakte hast. Du befindest dich im kommenden Jahren auch noch im Stierperiode und das heißt, du kümmerst um das Besitz, du lernst zur Ruhe kommen, auch das Leben genießen. Nicht nur du bewegst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und diese Bewegung nennt man Transit und dieser Transit löst etwas aus im Horoskop und genau das schauen wir auch an. Ich beginne mit Juni 2019. Aber bevor ich starte, ich habe nämlich was übersehen, wobei das gehört gar nicht zum indischen Astrologie. Ich möchte aber trotzdem ansprechen, weil ich finde das wichtig. Es gibt einen kleinen Planet im Himmel. Es gibt mehrere kleine Planeten. Einer davon ist Chiron oder Chiron. Dieser Chiron befindet sich im Himmel zwischen Saturn und Uranus, verbindet den beiden Planeten, baut eine Art Verbindung oder Brücke. Dieser Chiron zeigt im Horoskop, wo weh tut, wo wir eine Heilung brauchen. Die Mythologie erzählt davon, er ist der Sohn von Saturn. Seine Mutter ist aber nicht die Ehefrau von Saturn, sondern eine junge Dame, eine Nymphe. Und Saturn verführte dieses junge Mädchen und Saturns Ehefrau Rhea hat die beiden erwischt und hat Saturn vertrieben. Und dieses junge Mädchen blieb alleine, wurde aber schwanger von Chiron. Das Kind wurde geboren und das war kein Mensch, sondern ein Mischwesen. Halb Mensch und halb Pferd. Und wo die Mutter das gesehen hat, wie das Kind ausschaut, könnte das Kind gar nicht annehmen oder lieben. Sie verwandelte sich in einen Lindenbaum. Und das Baby war da, ohne Vater, ohne Mutter. Und dann kam Apollo, der Sonnengott, und Apollo hat zu sich genommen und hat eine großartige Erziehung ermöglicht, großartig. Dann wurde Chiron erwachsen, er wurde die Weise, die Ratgeber, alle Götter und Helden, beherrschte die Instrumente, die Musik, war Künstler und vor allem war er auch Heiler. Er hatte diese Heilkraft, diese Heilenergie, der war der große Heiler überhaupt.
Und später wurde er verletzt durch einen giftigen Pfeil. Das war zwar aus Versehen, aber immerhin war die Verletzung da. Also kam noch die körperliche Schmerz dazu. Und er könnte jede heilen, er könnte alle Krankheiten heilen, nur sich selbst nicht. Und weil sein Vater Saturn war, Kronos, der Gott der Zeit, hatte eine göttliche Abstammung. Und diese göttliche Abstammung ermöglichte ihm die Unsterblichkeit. Er wollte aber nicht mehr leben mit diesem Schmerz, dieser seelischen Schmerz und dieser körperliche Schmerz. Und dann ging zum Zeus, zum Himmelsgott damals, und hat zu ihm gesagt, ja, er möchte sterben, weil er trägt das einfach nicht mehr, dieser körperliche und auch noch dieser seelische Schmerz. Und Zeus hat ihm gesagt, ja gut, dann sollst du deine Unsterblichkeit weitergeben. Und Chiron hat seine Unsterblichkeit an Prometheus weitergeben. Und die Götter haben ihn aus Dankbarkeit doch unsterblich gemacht. Und sie haben ihn im Himmel gesetzt und herrscht im Schütze. Das ist diese Schützefigur, halb Mensch, halb Pferd. Das ist ein Kentaur, das ist dieser Chiron. Und im Horoskop zeigt uns ein wichtiger Themen, wo weh tut, wo wir Heilung brauchen. Kann auch bedeuten, dass hier wir Heilenergie haben oder dass diese heilerische Berufung leben sollen. Du hast hier im Wassermann, ich nehme aber die Mondknoten auch raus, weil das brauche ich dann. Also hier hast du diese Kentaur und das, was dich kränkt, wenn du deine Ideen nicht umsetzen kannst und nicht deine Berufung lebst, das kränkt dich. Kann auch bedeuten, dass du heilerische Energie hast und daran liegt deine Berufung. Ich nehme Rahu auch raus, weil ich brauche die Karten bei der Bewegung. So. Und jetzt beginnen wir Juni 2019. Uranus bewegt sich im Widder nach indischen Berechnung ziemlich lang, noch einigen Jahren im Widder und bringt Umbrüche, Veränderungen, unerwartete Ereignisse. Und das erlebst du hier im achten Lebensbereich. Das kann bedeuten, dass du bei einer erbschaftlichen Situation plötzlich unerwartet was erbst. Kann aber auch bedeuten, wenn du loslassen kannst und aufräumst von diesem Rucksack, was ich erzählt habe im Teil 2, dass du hier dann mit Überraschungen rechnen kannst. Venus bewegt sich Anfang Juni auch hier im Widder und aktiviert bei dir etwas. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus, deine Weiblichkeit. Bei diesem Transitbewegung kann auch andere Frauen oder Frauen auch bedeuten, dass sie Einfluss haben in dein Leben oder hast du Begegnung, Kontakt. Hier im achten Haus ist es möglich, dass du ämtliche Themen hast und das hat mit Finanzen was zu tun und kommst zum Kontakt zu einer Frau. Kann auch bedeuten, dass Venus dir Glück bringt. Venus ist auch die kleine Glücksplanet. Ist auch möglich, dass du in die Liebe Partnerschaft hast, du diese Transformation und es ist wichtig, auch die Sexualität lebendig zu machen, befreit zu fühlen. Hier ist auch die Befreiung in diesem Lebensbereich. Sonne und Merkur ist im Stier. Beide bewegen sich im Stier. Sonne zeigt die Monatsthemen. Monatsthema ist zur Ruhe kommen, die Tage genießen, wertvolle Dinge in Besitz zu nehmen, um die Besitz kümmern,
Merkur kommt auch noch dazu als Einfluss, Gespräche führen oder einen Vertrag unterschreiben oder etwas lernen und alles im neunten Bereich, neunten Lebensbereich. Das hat entweder mit Ausland was zu tun oder Auslandskontakte oder die inneren Reise, die Nachdenklichkeit, deine Glaubenssätze, ob du wirklich daran glauben kannst, dass du wertvolle Dinge auch haben darfst und hier lernst du etwas. Beide Richtung kann die Bewegung sein. Mars. Im Geburtshoroskop bedeutet Mars die eigene Kraft, die Durchsetzungsvermögen und ein Mann. Bei weiblichen Horoskopen ist das der Partner. Bei dieser Transitbewegung kann natürlich unserem Kraft bedeuten oder all das, was sich bewegt, wie Auto, Sport, Bewegung gehört auch noch dazu oder wie wir uns durchsetzen im Leben. Aber bedeutet auch Mann oder Männer. Und es ist nicht nur die Partner, sondern das kann auch ein netter Nachbar sein. Oder ein Kollege oder jemand von Familie. Also bei dieser Transitbewegung kann auch andere Mann oder Männer außer der Partner auch bedeuten, die eben Einfluss haben auf unser Leben. Mars bewegt sich hier in Zwillinge und das heißt, du hast Ziele, Vorstellungen, jetzt brauchst du die Kraft, dich durchboxen im Leben, dich zu behaupten. Etwas in Bewegung setzen und das mit Zwillingsenergie, durch Leichtigkeit, auch durch Verbindungen. Kann auch bedeuten, dass du dich durchsetzen sollst in Arbeit. Oder möglich ist es auch, dass du im beruflichen Umfeld oder in Öffentlichkeit Kontakt hast mit einer männlichen Person. Jupiter ist im Skorpion. Jupiter ist gerade rückläufig. Diese Rückläufigkeit bedeutet, das bremst etwas. Hat auch einen Sinn. Und das heißt, abwarten. Vielleicht kommt noch was Besseres. Oder wir sollen noch etwas überlegen oder überprüfen. Rückläufigkeit hat oft mit Vergangenheit was zu tun. Grundsätzlich. Jupiter vermehrt etwas, vergrößert etwas, manchmal übertreibt etwas oder bringt Glück und das erlebst du hier in Skorpion und das bedeutet intensiv die Gefühle leben, achte auf die Transformation und auch die Kontakte mit Verwandten und überlege, was kannst du lernen, oder dein Wissen vermitteln, weil das ist auch eine Art Austausch von Informationen. Und diese Schulungen oder das Wissen vermitteln, das vergrößern, das kann für dich ein Glück sein. Aber momentan ist das alles gebremst. Saturn und Pluto bewegt sich im Schütze. Beide sind rückläufig. Beide hat karmische Themen, hat mit Vergangenheit was zu tun. Vor allem Ketu bewegt sich gerade, aber auch im Schütze. Und Ketu ist die karmischen Knoten, was die Vergangenheit aktiviert. Zurzeit befindet sich Saturn und Pluto exakt auf diese Knoten. Und sie wirken auch zusammen. Saturn hat einen Einfluss auf unserem Schicksal, hütet den Karma, aktiviert karmische Themen. Pluto zeigt, wie wichtig das ist, auf die Wesentlichen konzentrieren und überzeugt zu sein, dass das klappt. Alles auf eins setzen und alles auf diesem Knoten wird zurzeit von Nunki bestrahlt. Nunki ist ein Stern im Himmel und das wurde bei den Assyrern verehrt. Das ist einige tausend Jahre her schon.
Und die Assyrer haben beschrieben, das ist ein heiliger Platz, ein heiliger Ort. Ich könnte sagen, ein Kraftort. Aber weil das hier bei dir um die Wohnsituation handelt, zeigt sich die wohnliche Veränderung. Und du bist auf die Suche nach dein Zuhause. Und hier hast du karmische Themen. Schütze hat auch einen Bezug zum Ausland. Das ist möglich, dass dein Platz im Ausland ist. Und wenn hier Nunki auch noch eine Rolle spielt, und so ist es auch gerade, bedeutet, das ist sogar möglich, dass du auf Reise bist oder schaust Bilder an von Ausland, Reiseberichte zum Beispiel, und du hast das Gefühl, ah, da habe ich schon mal gelebt. Kommt so bekannt vor. Oder du findest einen Platz und sagst, das ist mein Zuhause, das ist mein Kraftort, da gehöre ich hin. Und das ist jetzt zurzeit möglich, dass bei dir diese Veränderung kommt. Neptun lässt unseren Träumen leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun aktiviert hier deine berufliche Situation und deine Arbeit. Das kann auch die Kreativität sein. Neptun ist der Planet der Künstler. Und jetzt noch Rahu, dieser Drachenkopf, bewegt sich auch und zeigt, wie wichtig das ist, jetzt in diesem Weg zu gehen, da Lebenserfahrungen machen. Und das ist hier in Zwillinge, handelt sich mit Öffentlichkeit oder Zielerreichung oder deine Berufung leben. Ketu und Rahu bleibt ganzes Jahr und 2020 auch noch im Schütze und im Zwillinge. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Rückläufigkeit bedeutet Nachdenklichkeit, das wird ein bisschen verlangsamt, aber hat oft mit karmischen Themen, Erinnerungen auch was zu tun. 10. Juni, das ist jetzt vorbei, das war Halbmond im Löwe, jetzt gehen wir weiter. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Vollmond bedeutet, es wird beleuchtet. Und wenn da Licht ist, dann sollen wir auch was sehen, auch unseren Augen öffnen, weil das ist ein wichtiger Lebensbereich und das ist in Skorpion. Und das hast du hier. Und das sind Themen, erstens die Skorpion-Themen, auf deinen Gefühlen achten, raus aus negativen Gefühlen befreit zu sein, übergehen auf die positiven Gefühlen, das ist die schöpferische Kraft. Und Thema ist Verwandten, deine vertraute Umgebung, da die Kontakte, Austausch von Informationen, Schulungen und dich zu behaupten, das ist die Schule des Lebens, behaupten gegen Konkurrenten oder Rivalen. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung ist. Und das spüren wir auch. Und da entsteht diese Spannung. Und bei dir hier in Fischen, das trifft dich in Partnerschaft. Entweder zweifelst du an dir selbst oder an dieser Liebe oder hast du Spannung mit deinem Partner. Juli Mars und Merkur ist im Krebs. Das sind Themen, was mit der Familie zusammenhängt, das sind Krebsenergie oder deine Wünsche oder Freundschaften. Es sind die Themen, was Mars aktiviert und auch was Merkur aktiviert. Entweder setzt dich durch
Und lernst du das? Oder hast du Kontakt mit einer männlichen Person und hast du diese Gespräche? Sonne und Venus ist in den Zwillingen. Monatsthema ist Zielsetzung, Öffentlichkeit, Berufung. Entweder zeigst du deine Weiblichkeit und bist du wahrgenommen als Frau, bekommst du Komplimente, oder in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld hast du Kontakt mit einer oder mehreren Frauen. Möglich ist auch, dass du lebst deine Kreativität, eventuell Selbstständigkeit. Venus steht in Verbindung zum Selbstständigkeit. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Die Gespräche nehmen ab oder ein Termin verzögert sich oder ein Vertrag sollten wir noch überprüfen oder wir verschlucken die Worte oder sollen wir schweigen. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Neumond bedeutet, uns unsichtbar machen, Rückzug, Nachdenklichkeit oder Meditation. Gerade hier in Öffentlichkeit bedeutet Rückzug von Öffentlichkeit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Spannung, und das trifft dich persönlich. Entweder du selbst bist unsicher, hast ein unsicheres Auftreten oder in deinem persönlichen Umfeld nervt dich jemand und du verlierst den inneren Gleichgewicht. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig Mondfinsternis. Hast du hier karmische Themen? Bei Finsternissen haben wir immer karmische Themen. Vollmond zeigt, schau da genau hin. 25. Juli ist Halbmond im Fische, wieder Spannung, was die Partnerschaft betrifft. Entweder deine Unsicherheit oder hast du Spannung mit deinem Partner. August. Mars bleibt. Sonne und Venus ist auch im Krebs, aktiviert Krebsthemen. Das kann bedeuten Rückzug oder Themen, was die Familie betrifft. Und dann kommen noch Themen dazu von 11. Lebensbereich, das sind deine Wünsche. Bei Mars und Venus ist das die Liebe, das sind die beiden Liebesplaneten. Und dann kommt noch auch Freundschaften, Bekanntschaften dazu. Merkur ist in Zwillingen, diese Rückläufigkeit führte dazu, dass Merkur zurückkehrt. Natürlich erleben wir im Alltag auch, jemand kehrt zurück in dein Leben oder ein Thema wird wieder gesprochen. Also du kannst damit rechnen, dass jemand sich zurückkehrt. 1. August ist Neumond im Krebs. Neumond bedeutet Rückzug. Rückzug von Freundeskreis oder Rückzug von einer Gruppe von Menschen, die gleichgesinnt sind, wie ein Verein zum Beispiel. 7. August ist Halbmond im Waage, Halbmond in Spannung und das erlebst hier bei Werten oder Finanzen, achte auf dein Geld. 15. August ist Vollmond im Steinbock, Vollmond beleuchtet die Themen Kindheit oder deine Kinder und deine Lebensfreude. 23. August ist Halbmond im Widder, Spannung mit Ämtern oder du sollst was loslassen und neigst dazu, etwas festzuhalten. 30. August ist Neumond im Löwe, Neumond ist Rückzug, hier im 12. Lebensbereich sowieso. Und dieser 30. August wird Mond von Regulus bestrahlt. Regulus ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen. Und es ist wichtig, die Herzöffnung, aber mit Rückzug, nachdenklich zu sein. Was liebst du, was möchtest du verwirklichen?
12. August wird Jupiter direktläufig und setzt hier etwas in Bewegung oder ändert sich die Richtung. 12. August wird Uranus rückläufig. Uranus hier im Widder. Und das bedeutet, dieser Rückläufigkeit noch etwas überprüfen bei ämtlichen Sachen oder bei Erbschaften. Was die Finanzen betrifft, das eher festzuhalten und nichts investieren. September. Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Löwe symbolisiert deine Selbstdarstellung, das ist ein wichtiges Thema, aber das findet statt alles im 12. Lebensbereich. Aktiviert karmischen Themen oder ist es alles im Verborgen? Möglich ist es auch, dass du das Gefühl hast, du bist immer auf die Seite geschoben, immer im Schattenseite des Lebens und lernst du dich befreien, dich zu behaupten. Hier sind auch die geheime Feinde. Mars, Venus kann Geheimnisse sein in die Liebe, Partnerschaft. Sonne bringt aber das ins Licht. Also wenn du deine Geheimnisse hast, dann lieber schweigen. Und Merkur natürlich auch die Gespräche, geheime Gespräche. Oder wenn es um Feinde geht, Gespräche hinter deinen Rücken. 19. September wird Saturn direktläufig, hat eine große Bedeutung, weil Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und bis dahin war noch rückläufig und hat gebremst die schicksalhafte Veränderungen oder Entscheidungen. Und ab 19. ändert sich die Richtung und bewegt sich vorwärts. Und das erlebst du hier, entweder im Ausland oder trifft deine Wohnsituation oder beides, dass du ein Immobilien kaufst oder mietest im Ausland. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Halbmond ist Spannung, Spannung mit Verwandten oder Spannung mit Konkurrenten. Es ist schwierig, dich zu behaupten. 14 kann auch bedeuten, dass in eine Schulung kommt, diese Spannung. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Thema Alltag, Beruf, Gesundheit ist wichtig, das wird beleuchtet. Da sollte man hinschauen. 22. September ist Halbmond im Stier. Spannung auf eine Reise oder Unsicherheit bei solchen Fragen, woran soll ich glauben, wie geht das weiter, wohin geht die Reise. 28. September ist Neumond im Löwe. Rückzug hier im 12. Lebensbereich symbolisiert sowieso die Rückzüge. Oktober. Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema bist du selbst. Deine Weiblichkeit kommt in Ausdruck. Sonne zeigt die Glanz. Du bist dann auch wahrgenommen. Mars kann bedeuten, dass du dich behaupten kannst, dich durchsetzen kannst. Oder dass du Sport machst. Möglich ist auch, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit, ändert sich deine Persönlichkeit oder sogar dein Aussehen. Merkur ist im Waage und das kann bedeuten, dass du um Buchhaltung kümmern sollst, hat mit Finanzen was zu tun oder dass du hier einen Vertrag unterschreibst. Kann auch bedeuten, dass du für ein Seminar oder für Bücher Geld ausgibst oder du veröffentlichst etwas oder du machst Schulungen und kommt Geld rein, ist auch möglich. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Das kann bedeuten, dass alle sind hektisch und nervös und es wäre gut, wenn du die Ruhe bewahren kannst und bleibst zu Hause, also Rückzug oder Spannung zu Hause oder kleine Reparatur zu Hause. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Thema Partnerschaft wird hier beleuchtet.
Das ist die wichtigste Thema dann. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillinge. Hier ist die Spannung. Das kann bedeuten, dass du das Gefühl hast, dass du wieder übersehen bist. Niemand gibt dir Wertschätzung, bist du gar nicht wahrgenommen. Oder Spannung in die Arbeit oder in Öffentlichkeit. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Rückzug, Nachdenklichkeit über deine Persönlichkeit oder über dein Aussehen. Hat auch mit Aussehen was zu tun. November, Sonne ist im Waage. Monatsthema sind die Waage-Themen. Gerechtigkeit, inneren Gleichgewicht und Harmonie, Schönheit, Kreativität, Liebe, Partnerschaft. Und dann kommt die zweite Lebensbereich dazu, die Werte, Finanzen. Mars ist im Jungfrau, also bleibt im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzen kannst oder dass du Sport machst oder dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit oder sogar auf dein Aussehen. Merkur und Venus ist im Skorpion. Das sind Kontakte, Gespräche mit Frauen in einer Schulung oder über Internet oder in Verwandtschaft. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig, also ändert die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig und lässt deine Träume leben. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung hier mit Kindern oder Erinnerungen an die Kindheit und so kommt diese Spannung. 12. November ist Vollmond im Widder, Thema Neuanfang wird beleuchtet oder Erbschaften, Finanzen. 19. November ist Halbmond im Krebs. Hier kommt die Spannung, entweder hast du Wünsche und zweifelst daran, möglich ist auch, dass jemand sagt, ach, hör doch auf damit, das wird sowieso nicht, oder Spannung mit Freundeskreis, Bekanntenkreis. 26. November ist Neumond im Waage, halte dein Geld zurück, investiere auch nichts. Und überlege, wie kannst du die Finanzen verbessern. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Merkur kann Vertrag bedeuten. Und Mars ist entweder eine männliche Person, wo du diesen Vertrag unterschreibst, oder dass du dich durchsetzen musst. Alles handelt sich hier um Werte und Finanzen. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist hier die Erneuerungsprozesse, betrifft deinen Gefühlen oder die Kontakte zu Verwandten oder wie behauptest dich im Schule des Lebens. Jupiter übergeht im Schütze, bleibt auch etwa ein Jahr lang im Schütze, bringt dir Glück, kannst deine Wohnsituation verbessern und Venus ist auch im Schütze. Venus bringt auch Glück oder verschönert etwas oder sorgt für Harmonie. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann, Spannung im Alltag oder in Arbeit. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, Reise wird beleuchtet oder Besitz, Finanzen, kann auch bedeuten, dass das beide zusammenhängt. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, Spannung rundherum oder Nervosität, achte darauf, dass du die Ruhe bewahren kannst, Rückzug, in Ruhe liegt die Kraft. 26. Dezember ist Neumond im Schütze,
Rückzug zu Hause, Nachdenklichkeit nochmal über deine Wohnsituation. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du dich behaupten kannst gegen Konkurrenten oder hast du Kontakt in deine vertraute Umgebung mit einem Mann oder in einer Schulung oder bei Verwandten. Das kann auch bedeuten, dass du im Familienfest jemand kennenlernst. Venus ist im Steinbock. Das bedeutet Lebensfreude in die Liebe, Partnerschaft oder deine Kreativität, deine schöpferische Kraft oder Kontakt mit einem Kind oder Jugendliche und das ist ein Mädchen. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist deine Wohnsituation und das ist möglich, dass hier ein Vertrag unterschreibst, Kaufvertrag oder Mietvertrag. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema sind die Kinder oder deine Kreativität, deine Lebensfreude, dein Selbst. Und Venus, Merkur ist im Wassermann und aktiviert deinen Alltag und das heißt Begegnung mit einer Frau, Gespräche, Kontakte, Kommunikation. Möglich ist auch, dass beruflich ändert sich was, lebst deine Kreativität oder hast du Glück, Terminen oder Vertrag. Hier handelt es sich auch um Gesundheit, das kann auch auslösen, dass du Arzttermin hast bei Frauenarzt. März 2020, Saturn und Pluto verlässt die Schütze und übergeht im Steinbock und bleibt ziemlich lange hier im Steinbock und aktiviert Themen wie Zielerreichung, das nicht aufgeben, sondern zeigt diese Geduld und Ausdauer. Außerdem wird hier Themen aktiviert mit Kindern. Oder dein Lebensfreude leben, deine schöpferische Kraft verspüren. Und dieser Einfluss hast einigen Jahren hier. Sonne befindet sich im Wassermann. Monatsthema ist Arbeit und Gesundheit. Und Venus ist im Widder. Und Merkur ist auch im Wassermann. Venus war zwischenzeit hier in Fischen und dann übergeht ihm wieder. Venus und Merkur, die bewegen sich ziemlich schnell im Vergleich zum anderen Planeten. Hier entweder deine Weiblichkeit kommt im Ausdruck und das sind die Erneuerungsprozesse, dass du dich änderst innerlich. Und auch äußerlich. Hier bei Sonne, Merkur sind Gesprächen oder Verträgen und das hat mit Arbeit was zu tun. April 2020. März. Habe ich vergessen, die Marsbewegung. März war Mars hier im Schütze und das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Und jetzt im April ist Mars schon im Steinbock und aktiviert Themen mit Kindern. Das kann auch eine Junge sein oder einer männlichen Person und handelt sich um die Liebe, Partnerschaft und Lebensfreude. Sonne ist im Fischen, Merkur auch, aktiviert Thema Partnerschaft und hier
ist nicht nur wichtig, um die Liebe, Partnerschaft kümmern, sondern es gibt auch Gespräche oder Kontakte, vielleicht eine neue Begegnung. Im siebten Lebensbereich sind auch die Verträge, wichtige Verträge im Leben. Das kann auch Merkur auslösen, dass du einen wichtigen Vertrag unterschreibst. Und Venus ist im Stier. Das kann bedeuten, dass du eine schöne Reise hast oder lebst deine Kreativität. Möglich ist auch, dass du mit einer oder mehreren Frauen Kontakt hast im Ausland. Mai 2020 Sonne und Merkur ist immer wieder. Und das bedeutet Themen mit Ämtern, Verträgen, und es handelt sich um Erbschaft oder Finanzen, Terminen bei Finanzamt oder Banken, Versicherungen. Und Venus ist hier in Zwillingen. Und das zeigt, entweder du bist als Frau wahrgenommen und bekommst du Anerkennung, Ansehen, Komplimenten, oder bist du kreativ. Kann auch bedeuten, dass du deine Selbstständigkeit lebst oder hast du in Öffentlichkeit oder im beruflichen Umfeld mit einer oder mehreren Frauen Kontakt. Liebe Vasilia, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe.